Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Clash Royale. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon, ja, so ein bisschen fleißig mich daran gehalten, jede Truhe aufzumachen, damit ich sie auch schön im Part öffnen kann. Machen wir gleich auch. Wir öffnen erstmal die Gratistruhen für heute. Gold, eine Bomberkarte und eine Sperrkoboldkarte. Und eine Pfeilkarte, natürlich. Und es gibt eine zweite Gratistruhe. Gönnen wir sie uns auch mal. Wieder ein bisschen Gold, Juwelen, Bomber, Kobolde, auch nicht schlecht. Und eine Koboldhütte, eine Koboldhütte. Ui, ui, ui. Ja, was ist das denn? Seltene Karte. Was haben wir denn für ein Glück? Wahrscheinlich gar keins. Ich habe euch noch gar nicht den Shop gezeigt, ne? Man kann sich hier Karten kaufen, wie ihr sehen könnt. Ne? Oder auch Truhen, was ein bisschen was kostet. Oder auch echt, mit Echtgeld ein paar Juwelen. Oder mit Echtgeld, ja, ein bisschen Gold im übertragenen Sinne. Durch Echtgeld kauft man Juwelen, durch Juwelen kauft man Gold. Ihr wisst Bescheid. So, wir kaufen uns mal so eine Bomberkarte. Es sind noch 50 da. Aber das kostet wahrscheinlich immer eine mehr, ne? Alter Falter, ja. Oh, eine Riesenkarte, die würde ich mir auch gern mal gönnen, aber das ist so teuer. Mensch. Kinder, das ist so teuer. So, was macht der Clan? Gerade einer online, das bin ich. Also wie man sieht, ne? Es kann daran liegen, dass es halt so ein bisschen früh morgens ist, aber ich glaube, ha, hier sind nicht so viele Leute aktiv drin. Beziehungsweise wahrscheinlich, ne, liegt's an der Uhrzeit. Ja. Ich habe noch keinem eine Karte gespendet, Alter. Sollte ich vielleicht mal machen. Ne? Ja. Oh mein Gott, ey. Ich bin mal wieder der Schlechteste, aber das liegt auch daran, weil ich das Spiel halt immer nur dann spiele, wenn ich es aufnehme, ne? Da meine Frage an euch, direkt zu Anfang, meine lieben Freunde und Kinderchens. Was haltet ihr davon, wenn wir, oder wenn ich quasi sagen würde, ich kämpfe auch offscreen und sowas? Oder, ja. Was würdet ihr davon halten? Findet ihr es okay oder würdet ihr sagen, nein, mach alles onscreen wie in Clash of Clans, du darfst nicht irgendwie offscreen was machen? Könnt ihr gerne raushauen, weil, ich würde mich auch gern so ein bisschen einspielen und sowas. Und ich würde auch gern so ein bisschen offscreen mich so ein bisschen hochpushen und sowas und hochkämpfen und sowas. Deswegen haut da bitte mal raus, was ihr davon halten würdet, wenn ich auch mal kämpfe und Truhen sammle und sowas, wenn ich nicht aufnehme. Ja, wenn ich abends mal so im Bett bin und mal so ein bisschen zocken will, könnt ihr mal raushauen, ob das für euch okay ist. Ne? Fragestellung. Darf ich oder findet ihr es okay, wenn ich offscreen mich ein bisschen in der Arena 1 fortkämpfe, mich ein bisschen hochpushe von den Pokalen her oder nicht? Truhen werde ich natürlich nur im Part öffnen, ist ja ganz klar, weil Truhen halt ein richtig Special. Ich öffne mal direkt die Silbertruhe. Gold, wieder eine Koboldkarte, eine weitere Ritterkarte, die alte Drecksau und eine Boogie-Karte. Okay, jetzt die Goldkarte und da ist auf jeden Fall eine epische drin, habe ich gehört. Oh mein Gott, 76 Gold. Koboldkarte, ja. Sperrkoboldkarte. Ich habe gehört, da sind auch so epische oder seltene Karten drin, oder nicht? Garantiert stand da drauf. Oh mein Gott. Valkyrie. Hey, seltene Karte. Ja, super. Das meine ich. Chillig. Was kann denn die Valkyrie? Eine 10 Nahkämpferin, die rund um Flächenschaden verursacht. Ein Schwarm, eine Horde, kein Problem. Mit ein paar Drehungen erlegt sie alle. 800 Trefferpunkte, Leute. 110 Flächenschaden. Hohoho. Heftig. Ja, ey, ich würde mal sagen, die können wir uns auch mal gönnen. Nicht auf Level 1, ist ja ganz klar, ne? Aber, ich weiß nicht. Was kann denn die Koboldhütte? Das würde ich auch gerne mal erfahren. Hau mal raus. Ich wusste gar nicht, dass ich dich habe. Koboldhütte. Gebäude, das Sperrkobolde ausstößt. Nicht hineinschauen. Sonst kriegst du noch mit, wie sie gemacht werden. Oh. ihr wisst Bescheid. Ja. Eine Koboldhütte, Alter. Schön. Ich würde mal sagen, die lebt aber auch nur eine Minute, kann das sein. Das heißt, danach ist sie irgendwie tot. Aber eine Minute kann schon viel hermachen, aber wir verbessern es mal. Alles gut. So, dann hier noch Kobold. Auf Level 3 pushen. Sieht sehr, sehr gut aus. Wieder ein bisschen Damage mehr.
ein paar Trefferpunkte mehr. Und jetzt natürlich das Wichtigste, die Bomber, die ich auch wirklich, oder der Bomber, den ich auch wirklich sehr intensiv nutze. Mal gucken, ob er mir heute vielleicht was bringt. Ne? Gut. So, da ist die Frage. Musketieren. Luft und Boden. Das Drachenbaby hat auch 800 Trefferpunkte. Macht weniger Schaden als die Valkyrie, ne? Hat aber genauso viel Lebenspunkte, ne? Ich weiß nicht. Ich würde ganz gerne die Pfeile raustun, weil... Ich weiß, ja gut, die Pfeile sind wichtig bei vielen Truppen, ne? Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken. Wir müssen da echt mal schauen. Und ich habe Level 3 Bogies, Alter, und nutze das gar nicht aus. Ha! Ha, so ein optimales Pack, das muss ich echt noch finden, Mann. Ne? Gut, ich würde sagen, wir suchen uns einen Kämpfer für heute. Versuchen heute wieder ein paar Kronentürme mitzunehmen, abzureißen. Wir schauen mal. Wir kämpfen gegen Egor, die alte Drecksau. Legen direkt mal ein Drachenbaby. Einen Riesen hinterher. Haben dann zwar keine Magie mehr oder kein Elixier mehr, aber das ist auch gar kein Problem. Ihr wisst. Okay, Valkyrie, du bist weg. Das bringt ja echt gar nichts, ne? Eine Valkyrie. Au, au, au. So, hier Bomber aufstellen. Direkt Bomber. Zeig, was du drauf hast. Zeig, aus welchem Holz du denn geschnitzt bist. Ah, das ist natürlich wieder sehr, sehr schön, ne? Ich kann jetzt erstmal ganz schön warten. Und das ist wieder so eine Scheiße. Ja, alles klar. Natürlich hat sie so einen Magier, weißt du? Natürlich hat sie so einen Magier, den ich nicht habe. Sehr, sehr geil. Wow. Wow. Ja, was soll ich machen, ne? Muss natürlich gucken, dass erstmal diese Hütte da kaputt geht. Ansonsten sehe ich hier echt schwarz. Die alte Drecksau. Ich warte ab. Ich warte erstmal ab. Gucke, ob sie hier vielleicht was legen möchte. Gut, dann lege ich jetzt hier mal einen Riesen auf. Sobald gleich hier diese ganzen Schwärme von Skeletten kommen. Oder so. Alter, ich komme echt nicht durch, ne? Der ist halt einfach echt besser als ich. Ich weiß gar nicht, was für ein Level er hat. Wahrscheinlich ein viel zu gutes. So, komm, Ritter. Hau auf die Kacke. Kobolde müssen sich auch jetzt nochmal hier drum kümmern. Ich hätte die Kobolde vielleicht ein bisschen weiter vorne platzieren müssen, ne? Ja. Wäre eine Idee gewesen. So, Musketieren. Komm. Dankeschön. Wir müssen echt gucken, dass wir das hier verteidigen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass wir überhaupt was down bekommen. Aber mal gucken. Man kann sich ja auch irgendwie ein bisschen irren. Ne? Aber die Koboldhütte, die scheint auch echt gut zu sein, ne? Die scheint echt was auf dem Kasten zu haben. Die alte Drecksau. So, wie es aussieht, kriegen wir vielleicht jetzt noch den Tower down. Wäre natürlich eine richtig knackige Angelegenheit. Das wäre echt schön. Oder auch nicht. Warum denn auch nicht, ne? Jetzt muss ich aber erstmal alles legen, um mich hier zu verteidigen. Ansonsten sieht es ja echt wieder echt dunkel und schwarz aus. Der Tönnis. Ja, ich hätte echt den verdammten Scheiß da besiegen sollen, ey. Verdammte Musketieren. Und wegen der Musketieren jetzt habe ich keine Chance, irgendwie noch einen Punkt zu holen. Wobei, vielleicht, mal gucken. Vielleicht kriege ich noch einen Kronturm hin. Eventuell. Ah, es ist wieder so eine unfaire Scheiße. Es ist wieder so unfair, ey. Was soll ich denn machen? Wenn sie da so bessere Truppen hat als ich, dann... Keine Ahnung. Direkt nächster Kampf. Ne? Ich kann da nichts dafür, wenn er irgendwie so ein besseres Team hat als ich. Da kann ich doch nichts für. Was soll ich dagegen machen? Ne? Keine Ahnung. Sagt ihr es mir. So. Ich finde aber immer so Drachenbaby und Riese hinterher ist eigentlich eine recht gute Kombi dafür. So, kommt. Smackt sie weg, smackt sie weg. Oder so. Wir konnten schon mal guten Schaden am Turm ausrichten. Das wird auch das Drachenbaby können. Es sieht sehr schön aus. Ungefähr immer 100 Schaden pro Sekunde. Das ist sehr gut. Ich lege hier mal einen Feuerball rein. Weil das mir echt so ein bisschen wieder zu knackig wird. So. Ich schicke hier mal einen Ritter rein.
Ich muss da so ein bisschen auf Angriff machen. Und natürlich hat er jetzt wieder so die Magierin, die natürlich wieder so richtig raushauen kann, ne? Ich sehe es kommen. Natürlich. Es ist mal wieder, keine Ahnung, total behindert. So, komm, Drachenbaby. Hier würde ich sagen, Kobolde. Die können, ja, Kobolde sind da recht gut. Ist auch so ein bisschen die Ausprobierphase, das Ganze, ne? Hier lasse ich mal einen Bomber liegen. Ja, und der Bomber wird sich um den Riesen kümmern, das ist natürlich ganz klar. Und schade. Schade, wir haben den Tower nicht down bekommen. Kann sich aber jetzt ganz schnell ändern, wenn wir quasi hier jetzt einen Feuerball reinlegen, der sich darum kümmern wird. Und das tut er auch. Scheiße, natürlich hat er jetzt auch den nächsten Tower down, ist ja ganz klar. Wir sind momentan ziemlich gleich auf, von allem her. Ja, und jetzt kommt er natürlich mit allem an und versucht natürlich, also das ist, ja, ihr seht, ne? Hauptsache, ich habe einen Tower down bekommen, der Rest juckt mich nicht, der Rest ist mir eigentlich richtig Schnurz. Natürlich. Komm, Drachenbaby. Ja. Kümmer dich drum. Dankeschön. So, hier direkt auch wieder ein Feuerball rein. Was er kann, kann ich nämlich auch. Musketieren. Legen. Zur Verteidigung. Bomber auch. Wir müssen jetzt erstmal auf die Verteidigung achten, Leute. Das ist natürlich das Wichtigste, was mir jetzt gerade hier vorschwebt. Dass wir jetzt nicht noch einen Tower verlieren. Wenn wir das verlieren, sollten wir gucken, dass wir wenigstens nicht noch einen Tower verlieren. Ne? So. Ein Ritter ist jetzt nicht ganz optimal ausgesucht, würde ich sagen, aber scheiß drauf. Was ist das Leben ohne Risiko, ne? So, ja, der Ritter, der kann ruhig kommen. Der wird sterben, bevor er zum Tower kommt. Das ist natürlich ganz klar. Der alte Lauchschädel, ne? Da werden wir natürlich gucken, dass wir den Schaden machen können. Und so wie es aussieht, gewinnen wir das. Oh mein Gott! Da hat er am Ende nicht auf seine Verteidigung geachtet. Alter Falter, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben eine Goldruhe bekommen, cool, boah, das ist immer so kritisch, ne, da weißt du gar nicht, okay, war das jetzt gut, war das jetzt nicht gut, aber, puh, wir sollten uns nur merken, so bei Nahkämpfern, die auf uns zukommen oder wenn wir Truppen haben, die auf uns zukommen und eher so ein bisschen schwächer sind und sowas, müssen wir auf jeden Fall sowas legen wie, ja, Kobolde zum Beispiel, die kloppen den schon down. Und meistens überleben davon auch ein bis zwei Leute noch. Ein bis zwei Leute, Kobolde, ne? Ihr wisst Bescheid. Michaela! Gut, ich würde sagen... Ich habe auch gehört, wenn man einen Feuerball zwischen die Mitte legt, oder zwischen so beiden Sachen legt, dann wird das, ja, sehr knackig. So, jetzt hier direkt alles legen, was mir hier vorschwebt. Natürlich macht der natürlich jetzt erstmal den Schaden am Tower, weil ich halt gewartet habe. Das ist natürlich ganz klar wie Kohlsuppe. Ihr wisst Bescheid. Aber dafür habe ich jetzt noch ein Drachenbaby, das auf die Kacke hauen kann. Und einen Bomber natürlich auch. Der Bomber kümmert sich um die Musketierin. Wir kommen damit drei Trupps ungefähr beim Tower an und das wird natürlich dafür gesorgt, dass ja, wir auch dementsprechend Damage machen können. So. Dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Warten wir ab oder gehen wir direkt drauf? Da sie ja Michaela heißt, oder ich habe eben Michaela gesagt, wird die wohl nicht ganz hell in der Birne sein, deswegen gucken wir mal. Ja, okay, Kobolde, klopp down. Ihr macht das schon. Ihr macht das. Egal, wir konnten einmal drauf und das ist ganz okay, das ist völlig in Ordnung. Damit bin ich sehr, sehr d'accord. So, natürlich hat er jetzt auch einen Bomber. Das heißt, Bomber gegen Bomber Level 3. Na, wer überlebt? Natürlich sterben beide, obwohl ich auf Level 4 bin. Das ist natürlich ganz klar. Sicher doch. Warum auch nicht, ne? Scheiße, ich muss jetzt warten, ey. Das ist so kacke gerade. Ei. Natürlich. Also, jetzt konnte sie natürlich den nötigen Schaden ausrichten, ne? Die alte Drecksau. Egal, wir legen jetzt die Kobolde. Wir legen das Drachenbaby. Und bis... Ich hab das Drachenbaby aber dumm gelegt, ne? Ich habe es sehr, sehr dumm gelegt, Mann. Ja, das war natürlich wieder sehr, sehr schlau von mir. Egal, Feuerball drauf. Bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, natürlich macht er genau das gleiche auch bei mir, ne? Die alte Drecksau, du.
Sehr schön, sehr schön. Das war taktisch sehr wertvoll. Jetzt die Kobolde legen. Jetzt bloß die Kobolde legen. Und durch. Dann kriegen wir den Tower auch schnell down. Es sei denn, da kommt mal wieder so ein scheiß Riese an, der uns natürlich im Weg steht. Die alte Drecksau, ist ja ganz klar. Aber okay. Was ist das Leben denn ohne Risiko? Ah, das ist wieder sehr knapp. Aber der nächste Feuerball, den ich lege, der kann eventuell schon dafür sorgen, dass ich den Tower plätte. Ich bin mir sehr sicher, dass er ihn plätten wird. Und er plättet ihn sogar. Sehr schön. Taktisch sehr wertvoll das Ganze. Wir haben einen Tower zerstört. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Von mir aus kann es jetzt schon vorbei sein. Ich lege mir jetzt hier noch so ein paar Verteidigungen zurecht, die natürlich dafür sorgen, dass ich hier bloß nicht verliere. Und ich werde hier auch nicht verlieren. Das kann ich euch versprechen. Wir werden hier auf jeden Fall mit einem Sieg davon gehen. Auch wenn er knapp war. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden über diesen Kampf gewesen. Und wie ich gesagt habe, wir kämpfen gegen eine Frau und dementsprechend... Nein. Alles gut. Sehr schön. Heute wieder sehr, sehr viele Trophäen bekommen. Ich bin darüber sehr zufrieden. Deswegen würde ich auch sagen, ich beende jetzt erstmal den Part. Und beim nächsten Mal... Mal gucken. Mal gucken, was so gemacht wird. Von daher gesehen, meine lieben Freunde und Kinnigens, das war's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.